Okay, wo kamen wir hier nochmal rein? Ne, direkt vor bei der als Paketzusteller. Achso. Hier scheinen wir durchzupassen. Hier passen wir auch durch. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay, das war's. Wir schließen die Tür. Festhalten, Nix. Es geht aufwärts. Okay. Gibt es also auch Klettereinlagen? Verstehe. Mach schon nix, wie ich es dir beigebracht habe. Auf den Knopf, nix. Auf den Knopf, nix. Sehr gut, nix. Club Tarsus. Dev ist heute im Casino. Eines ihrer Quartiere tritt beim Rennen an. Warst du im Casino? Nein. Und du? Schräg gefälschte ID-Karte aus dem Büro. Okay. Wir brauchen ein neues Wort. Wofür denn? Verhalte dich unauffällig. Hast Pyong Pyong nicht mehr? Komm jeden Tag hierher. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Hey, hol's dir. Gut gemacht, Kleiner. Wieder 25 Credits. Für das Spiel? Oh ja, Freunde, da müsst ihr euch mal was ausdenken. Muss ja auch irgendwie zum Setting passen, ne? Der Boss hat anscheinend Probleme mit Kryopäden in seinem Büro. Ja, die kommen durch die Luftschächte rein. Kryopäden? Führen die Luftschächte von hier aus zum Büro. Okay. Das ist dann auf der anderen Seite, ne, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß wo. Ja, ich weiß wo. Wir müssen hier ganz langsam durchgehen und dann öffnen und dann hier reingehen. Ich weiß gar nicht, ob wir die überrumpeln müssen.
Ich glaube schon, ne? Können wir sie überhaupt überrumpeln? Ist das eine Schnellspeicherfunktion? Ne. Nichts ahnende Gegner können durch einen Niederschlag ausgeschaltet werden. Stark. Guter Junge. Gut, knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Okay. Hilfe, höre auf das rhythmische Muster und drücke jeweils synchron zu jedem Beat im Loop auf. Du kannst auch links und rechts gucken. Schwierigkeit anpassen. Wenn du möchtest, kannst du eine okay. Ah, so ja. Hat sie ein Laserschwert? Ich glaube nicht, nee. Ich weiß nicht, ob sie noch eins bekommt. Oh, komm, Prevan. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Es ist K-Bass. Dank Farrick. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Wir sind festgenagelt. Alles gut. Nichts wie weg hier. Oi, oi, oi. Boom, boom. Ja, boom, boom geht ja nicht. Pyong, pyong hatten wir schon. So war das nicht geplant. Was habe ich nur getan? Versuchen wir, sie zu betäuben. Gib schon auf! Gib einfach auf! Nö. Chio Chio bei Laserschwertern oder Chio Chio bei Blastern. Jetzt ist nicht die Zeit zum Essen, Kumpel. Tob dich aus, Nix. Okay, das war leicht.
Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Bam. Gut gemacht, Nix. Okay, wieso, Was sollen wir tun, Nix? Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Okay. Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof. Da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Okay, wir ziehen mal direkt durch. Los, zurück zur Kantine. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Okay. Ist das ein Affe, den sie dabei hatten? Nee, da, ja, also was Ähnliches tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, das ist echt etwas Ähnliches als ähnlich wie ein Affe. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir's hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Nein, kommt schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit der. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, gab sie es hier draußen? Nein, du hältst uns nur auf. Wir gehen! Bram. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Nein. Tust du nicht. Triff dich mit der Crew. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Meter. Yay. Wie Assassin's Creed hier. Das ist auch echt spitze. Das ist immer gefordert.
Okay. Ah ja. Lass dich nicht erwischen. Ja, das habe ich ja doch nicht vor, Mensch. Ich lasse mich doch jetzt hier nicht erwischen, Mensch. Auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Der gute Präban. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Daniel und müsste da drüben sein. Was? Los geht's! Wo bist du her? Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist eine spannende Stadt. Nur von weitem. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Serek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihnen. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Dein Halt. Und was machen die? Jetzt mach uns alle reich. Jetzt mach doch mal. Alles klar. Daniel, wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Okay, ich will jetzt tatsächlich mal was ausprobieren, und zwar, ob ich vielleicht doch noch die Grafik, einmal Video, doch noch ein bisschen höher drehen kann. Ne, das lassen wir mal so. Ein und Boost, okay, Ray-Rekonstruktion. Ah, okay. Die machen gar nichts. Sehen nur zu. Ja, ich glaube nämlich auch. So typisch halt, ne? Ist irgendwie gerade viel dunkler geworden, habe ich das Gefühl. Grafik. Aber das mache ich jetzt auch nochmal. Filmkörnung bleibt aus. Oh, ich sehe gerade, dass die FPS, die gehen irgendwie runter. Ich würde dann vielleicht doch das hier ausschalten.
Was ist mit ihren Haaren? Genieß die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Oh, hoffentlich geht es Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Ja, da kommt man immer am Ende zu spät drauf. Ah, da kann ich nicht rüberschwingen. Na klar. Na klar, halt kannst du doch nichts. Wir müssen klettern. Hä? Daniel, ich sehe da vorne einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. Okay, da müssen wir jetzt erstmal hin. Nicht runtersehen, Nix. Sehen. Okay, sehe, nicht springen. Okay, jetzt hat er es gemacht. Daniel, ich sehe das Anwesen. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Er gehört klar zu den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Zarek Besh von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über ihn bekannt ist. Du hast einen guten Riecher für Ziele. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Stimmt. Ein bisschen. Kaum zu glauben, dass wir diesen Ort endlich verlassen. Es ist... keine Ahnung. Gut, wir wollten die Chance auf einen großen Wurf. Den kriegst du jetzt. Oh, okay, Daniel. Ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Oh, ich löse Alarm aus. Das kann man bestimmt von Halbkante aus sehen. Kommt hier lang. Seht euch um. Alter Schwede. Erhalte, um mit nichts Hilfe Gegner in der Nähe zu offenbaren. Was siehst du? Haltet die Augen auf. Ist dir das wahr? Man darf uns nicht sehen. Kann ich irgendwie pfeifen? So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? Das ist echt was von Assassin's Creed, Alter. Ist hier jemand? Na gut, Max. Wo ist der? Also das ist, also, das hat ganz viele Elemente irgendwie von Assassin's Creed, finde ich. Was? 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 Und nächstes dann sowas wie das Adlerauge.
Kommt die runter? Da ist nichts. Das wäre kacke, wenn die jetzt runterkommt. Shit, die kommt runter. Weißt du, wo ich bin? Da drüben! Sneaky Pete! Okay, ich muss noch zwei Leute umklatschen. Ich passe. Dafür will ich eine extra Bezahlung sehen. Das glaube ich aber auch. Hast du was, Kleiner? Ich muss mich konzentrieren. Zum Angriff, Nix. Ich bin auf alles vorbereitet. Das stimmt was. Sie ist hier! Was? Was soll's? Na, hau da ab. Geh weg, Bobby. Ich passe mal lieber auf. Ich muss mich konzentrieren. Wieder weg? Ja. Was? Bam! So, jetzt haben wir alle. Ich weiß zwar nicht, ob es hier noch andere gab, aber ich glaube nicht, ne? Ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Okay, Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Nix. Such den Generator. Da vorne ist er, ich sehe ihn noch. Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Alte Dinge machen.
23 Credits. Kann ich nicht den Alarm ausschalten? Das war's. Das wäre doch voll schlau, oder? Antikes Armband. Hä, das war doch ein... Das war doch kein Armband. Blasterspuren. Was ist hier passiert? Ist das der Raum von dem Video am Anfang? Ach, Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Okay. Ach, da ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ist es auch. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Mhm. Schade, dass ich die nicht rausnehmen kann. Den Schacht nehmen. Wir gehen jetzt schachten. Da. Ist jemand in der Nähe? Dann eben so schnell. Ist jemand in der Nähe? Was siehst du? Auf jeden Fall sehe ich eine Person. Das ging ja, ja. Okay.